Und da sind wir wieder mit etwas Glück und das ist kein Jack. Wir bleiben diesmal in der Lobby Na, und hoffentlich. fliegen nicht le. Und der Killer quittet diesmal nicht. Der Killer hat sogar einen sehr guten Ping, sehe ich gerade. Ja. Er ist im grünen Bereich. Er ist im roten Bereich. Bei mir ist er grün. Bei mir ist er rot. Das ist aber auch interessant. Jetzt ist er bei mir gelb. Ach, hier waren wir auch lange nicht mehr. Ist das hier heller geworden oder bilde ich mir das mal ein? Es ist wirklich hell, ne? Wenn das so weitergeht, machen Regenbogenfarben doch Sinn. Dann bringt das mit dem Schwarz nichts mehr. E-Karte. Und Merk wer. schon. Oh toll, der David hat nur Mither. Das heißt. Ja, guck dir mal sein Icon da unten an. Ja, ich seh's. Der Ist kann. schon gehittet? Ja, der kann sich nicht heilen. Ruin. So muss ich gucken, wo das. Wo der Killer gegebenenfalls hier sein Totem hier hat. Ah, da hinten war was. Und ich habe minimal gebuggt. Ja, ich auch gerade. Er ist in der Nähe. Er ist auf der Seite mit der. Mit dem Main Building. Nicht mit der Killerhütte, sondern mit dem Main Building. Okay. Ich hoffe, die Teile sind jetzt nicht beide auf einer Seite. Ich bin bei der Killerhütte, bei der Blechhütte, ne? Ja, das Main Building ist diese Schuppen? Garagenteil-Ding? Es sieht mir nach der Hexe aus. Okay. Na, Wir dann mach. müssen unbedingt. Wir müssen unbedingt das, Ruin finden. Ich mache ein normales Totem. Na, schnell hier, da hast nicht gesehen, bringt mir die Hexe hier mit. Sind die da hinten am Rumlaufen? Ja. Ich such das Totem. Ja. Weil, nur ich musste gerade da hinten fliehen. David hat mir die Hexe mitgebracht. Oder Mac, je nachdem wer war, ich hab's schon David nicht ist das, gesehen. Mac ist bei mir in der Nähe. Ja, dann war's David. Oder? Nee, Nee. David ist bei mir. Ja, ich seh's gerade. Ich kann ihn auch nicht heilen, ne? Nein, keiner kann ihn heilen. Das ist auch. Ich suche mal weiter das Totem, ne? Ja, ich fange mal schon mal mit dem Gen hier an. Weil mit dem Rot auf Rot, da habe ich so Probleme mit, das zu sehen. Ich krieg's auch nicht immer hin, aber ich sehe es immer so als Übung an. Ein Haus nicht. Da, beim Haus war's nicht. Ich schätze mal, es Okay. ist in der Mitte. So, Vielleicht. während ihr gesucht habt, habe ich schon einen Gen fertig. Ja, nur. Alter, Hexendinge. Ich hasse das, wenn die Dinge auf den Boden aufspringen. Das ist ja auch so, wir haben letztens im Stream Outlast gezockt, ne? Boah, 1000 Herzinfarkt. Das ist bei Outlast so. Werter David, Schon. werte Hexe, könnten Sie bitte woanders juken? Ich möchte hier gerne durch.
weiß, sie hat mich gesehen. Ich war schon mal so frei und habe hier eine Falle weggemacht. Ja. Hier ein bisschen Ringelpiez mit der. So, ich mach da mal das Todchen hier kaputt. Ist zwar nur normales, aber hey, was kaputt ist, ist kaputt. Dann sind es schon mindestens 3 Tote kaputt, falls sie noch andere Dinger hat. Also da ist der Jen in der Mitte. Nein! Hat mich nur erwischt, wo ich das Fenster springen wollte. Weil wirklich Mitte ist das auch nicht. Was haben wir denn da? Hast du es gefunden? Ich habe da was Leuchtendes gefunden. Ich wusste, ja, ich wusste, dass sie mehr als eins hat. Mal gucken, was es ist. Jetzt krieg ich den Keller, oder was? Ja, klar. Ich meine nicht nur, da geht der Wiggle-Balken schneller voll. Keine Ahnung, was es war. Es ist jetzt kaputt. Ich glaube, es war das Ruin. Meine Ruine ist schon kaputt. Nee, ich habe versucht, den Trick zu machen, den du gemacht hast, in dem ich immer durchs, mit der Blechhütte, wo du durchs Fenster gehüpft bist und alles, ne? Aber bei mir hat das nicht so ganz hingehauen. Die hat mich noch, wo ich durchs Fenster gehüpft bin, noch erwischt. Na, das muss man uptimen. Merke ich schon. Muss ich noch ein bisschen üben. Hat sie bei dir Fallen gemalt? Ich wüsste jetzt nicht. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass sie eine Falle gemalt hätte. Ich glaube, das ist wieder eine kurze Runde für mich. Ich glaube, ich werde. Ja, sie hat die Falle gemacht. Die kann ich dann noch direkt porten, ne? Ich bin das hier widerlich. Wieso willst du wieder meinen Arsch? Ey, wieder durchs Fenster gehüpft und erwischt. Wie geht das? Na, wenigstens kommst. Wenigstens kommst du nicht in den Keller. Heil dich vor, ich komme dich holen, sobald ich fertig bin. Ich heil mich, aber die Hexe kommt schon zu mir. Ja, kein Wunder, die Tuse rennt bei dir vorbei. Hexe, willst du mich nicht sehen oder bist du blind? Spaghetti Cop. So. Aber wieder dasselbe Phänomen. Ich gebe Vollgas, ne? Hüpf durch ein Fenster und in dem Moment, wo ich das Fenster hüpfe, um sie abzulenken, also um sie zu entkommen, ne? Erwischt die mich. Genau dasselbe Spiel. Ja, was, dann hat die zu. Ist ja schon zu kurz. Und dann war die schon zu nah. Weil ich nutze gern Fenster, um zu entkommen. Kommt die Mac dich holen? Ja, da war ein, sie hat ein Zeichen gemacht und die Hexe ist jetzt hinter dem Mac her. Finde ich aber schon übel, dass sie sich durch die Zeichen supporten kann. Mac, weh, du hängst mich jetzt ab. Weh, ja du gut, mich jetzt dafür ab. Hat die auch nur 110 Movement Speed. Hä, was? Was treibt die Mac mit der da? Ich glaube, ich gehe drauf. Jo, das war's. Kurze Runde für mich. Ja, ich glaube, ich sollte die Fenster doch nicht mehr so mitkommen nehmen. Also unproduktiv war ich ja seit langem nicht mehr. Auf der Suche nach einem Totem gestorben. So, so kann's gehen. Das Verhängnis war ein Totem. Oh, Mist. Sag mal, bei dir sieht das viel einfacher aus. Übungssache. Okay, wie viel spielst du nass auf Steam?
Jetzt schaffe ich das auch nicht mehr. Das war ein 360. Ich merk schon. Und sie hat dich verloren. Ja, hast du bist, ist es immer noch in der Nähe. So. Mann, der Numizer-Typ, der schlägt sich besser als gedacht. Der macht ja die ganze Zeit Gens. Mhm. Ja, wir waren die Welt aber überwiegend jetzt mit uns beschäftigt, ne? Mhm. Ja, vor allem das Praktische ist, dadurch, dass er Numizer hat und immer angehittet ist, kann ich ihn immer sehen. Mhm. Dank der Selbstfürsorge. Ja, sonst wäre ich jetzt zu ihm hingegangen. Ich weiß ja, wo er ist. Ja, aber deswegen finde ich ja Selbstfürsorge so gut. Das wäre wahrscheinlich sogar schneller gegangen, weil er mich da schneller heilen könnte. Ich glaube, normal war, David geht jetzt, will Ausgang aufmachen. Naja, er macht jetzt den Ausgang. Ich werde mich jetzt da vorstellen, dass er geschützt ist, während er den Ausgang aufmacht. Mhm. Alles klar. Das selbst, du den selbst, nicht. Naja, genau, selbst wenn sie kommt, müsste sie erstmal mich treffen, bevor sie ihn treffen kann. Und in der Zeit kann ja, er dann, weg oder raus. Ja, und weil dann würde sie ja dich erstmal hitten, bevor... Genau. Ja, geh ruhig, ich will noch gucken, wo die Mac ist. Ja, und sie kommt. Vorsicht. Können wir mal gucken, wo Mac ist? Naja, sag mir mal, wo die ist. Vielleicht braucht die Hilfe. An irgendeiner Tonne hinter einem Stein. Sie hat Gegenwart maximal. Auf jeden Fall campt die neben einer Tonne. Und die Hexe tanzt um sie herum. Ach da! Ja, sie rennt raus. Doch, Mac, wenn du nicht rennst. Lass da einfach, oder? Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Nee. Da ist jetzt aber selbst schuld. Hätte ja klappen können. Sie hätte rausrennen können. Mhm. Mehr als davor stellen kann ich auch nicht. Nee. Oh, ich bin direkt von dem normalen Totem gespawnt. Ich bin vor der Treppe gespawnt. An ein Haken. Oh. Was ich an dieser Map so erstaunlich finde, ist, wie viele kleine Details aus dem Film hier drin sind. Das finde ich recht nice. Dass sie sehr viel aus dem Film übernommen haben. Mm. Als wir das zu dritt geguckt haben, Cat, Angel und ich, wir haben so viele Sachen wiedererkannt. So, hey, der Raum ist da und da, hey, das ist doch das und das. Ja, ich hab allerdings so nie wirklich geguckt. Ich glaube, bis zum 5. haben wir, glaube ich, geguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, ja, 5, weil Cat hat mir das ab und zu erzählt. Also hier oben ist nichts. Nicht. Hier ist ein Gen. Ich habe ja irgendwo gehofft, dass ich irgendwann mein Herzklopfen habe. Geist. Ach nö. Oben, unten. Oben, ich renn gerade mit ihm nach unten. Toll, und jetzt bringen wir. Ups.
Er hat sich wieder unsichtbar gemacht. Dann setze ich mich einfach wieder an den Jump ran. Ich bin auch nein. Ja, und der ist bei mir. Ich hänge eine Kiste. Dann lauf du mal. Hier ist keine Palette! Da war doch sonst immer eine. Zumindest am PC. Die haben im Update das Paletten-Spawn-System geändert. Aber dafür ist das Haken im Spawn-System jetzt auch anders. Also ich weiß zumindest, ich wollte gerade da lang rennen. Ich dachte immer, da war doch hier mal ist eine besetzt. Palette. Besetzt ist hier. Tschüss. Ja, dafür kriegt er mich jetzt. Oh, ich bin ihn da voll reingerannt. Für die anderen tun was? Stopp, dafür hänge ich jetzt. Sagen wir, wenn er sich wegbewegt. Er hat sich unsichtbar gemacht. Die anderen zwei sitzen an dem Gen, haben den gerade verkackt. Mhm. Da wird er wohl dahin sein. Ich nehm's mal an. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mich runterholen könntest, bevor ich anfange zu kämpfen. Komm mal. Okay. Siehst du, wie ich gerade komme? Ja. Er war gerade bei mir. Er steht bei mir in der Nähe. Ja, ist an mir vorbeigelaufen. Der ist blind. Der ist an mir vorbeigelaufen. Sehr gut. Und ich. Ey. Moment. Danke. Adios. Hey. Ach, ich geh da lang. Hier ist viel cooler. Der ist unsichtbar an mir vorbeigelaufen. Finde ich gut. Er ist, glaube ich, hinter dir her. Pass auf. Ja, er ist bei mir. Ja. Mein Gott, beim Palette rüberrutscht. Ich finde das geil, wie du da noch stehst. Ich stehe da noch? Ja, bei mir standst du da eben noch. Ich bin über die Palette gerutscht und dann krieg ich. Geht mir das Timing dafür, dass ich so Spielchen mit dem machen kann, über Palette rutschen und Co. Ja, gehen Sie mal. Ich war leider ein bisschen spät zum Hakenblocken. Kein Problem, ich muss ja noch nicht kämpfen. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ich auch nicht. Lauf. Es ist aber teilweise ein sehr blinder Geist. Tippe mal, er geht zum Gen hin. Nö. Klar. Ich verspüre einen Hauch von Gegenwart. Ja, er ist bei mir. Und da. Alter, diese Frame Drops hier. Diese Lags sind ja echt das Allerfeinste. Mhm. Marke Bambusleitung. Mhm. Weil Jens noch. Aber ich glaube, hänge ich noch einmal, bin ich platt. Wieso? Du hast doch gerade noch nicht gekämpft. Nein.
Nein, beim ersten. Ja, was war denn das? Beim ersten Mal war denn hatte, beim ersten Mal hatte ich doch nicht an den Haken gekriegt. Ja, stimmt. Da habe ich mich ja vor, einfach kackendreist vorgesetzt. Stimmt. Manchmal. Manchmal, weil ich vergesse auch gerne meine eine Runde. Hab ich schon gehangen? Hab ich schon? Weiß es nicht mehr. Ich höre seine eisernen Glocken. Bim bam. Aber wie schön die zwei in der Zeit Gens machen, wenn wir eigentlich die ganze Zeit nur vom Killer weglaufen. Dann macht sich wieder unsichtbar. Ich habe noch keinen einzigen Gen angefasst und wir sind schon bei zwei. Ich habe schon, Gens. Ich habe Gens angefasst, ja, aber ich konnte die weitermachen. Ja gut, ich habe ihn am Anfang, ob ich oben einen angetickt, aber da kannst du jetzt nicht wirklich davon reden, dass ich den gemacht habe. Nee. Blöd ist nur, dass ich dadurch, dass ich keinen einzigen Gen gemacht habe, keine Ahnung habe, welche wir jetzt am Schloss machen sollten und welche nicht. Ey, ich komme immer nur dazu, die Gens anzutätscheln, ne? Der ist unter mir. Ja, ja, der jagt gerade die unten. Toll, dass ich trotzdem dafür Gegenwart wege. Ich höre hier die ganze Zeit rumstapfen. Das macht mich total kirre. Ich habe einen Killer gesehen, wurde nervös und hab direkt zweimal knallen lassen. Das habe ich gehört. Ich war einen Raum weiter. Okay. Hä? Er ist gerade. Wir sind gerade. Als er unsichtbar war, ist er gerade mit mir zusammengestoßen. Als ich da um die Ecke gekommen bin und er ist einfach weitergegangen. Okay. Oder? Nein, nein. Ne, die sind dahin beschäftigt. Was? Dieses Herz bubbern, ne? Ich hab kein Herzklopfen. Jetzt kommt er. Jetzt macht er sich unsichtbar. Ich lasse es heute. Schau mal, ob ich ihn ablenken kann, wenn er kommt. Ich krieg keinen Skillcheck mehr hin, Alter. Geh du schon mal zum Ausgang. Der ist direkt hinter uns. Ja, ich weiß. Echt kein Skill schicken. Und sorry Leute, aber das ist heute sagen. Oder stell dich daneben und tapp den. Kann ich den schon anklappen? Also du meinst den Generator. Oh. Wehe, kommt jetzt hier in die Latsch. Der kommt hier hin. Mal Ausgang auf. Wie sieht es bei euch aus? So lala? Sag Bescheid, wenn er offen ist. Zentimeter? Ach, zu früh, Mac, zu früh. Offen. Wo rennt der hin? Junge, der Ausgang ist hier vorne! Junge, der offene Ausgang! Mac ist da. Ah, Junge, komm! Der Ausgang ist offen. Kommt ihr? Also ich ja. Na gut. Dann bin ich raus hier. Wenn ich will, der hat schon. Aber beide kommen raus. Gut, dann hat sich das ja. Aber alle sind im Kommen. Boah, aber wirklich? Was war das denn für ein Geist? Ey, ganz ehrlich, ich hab die ganze Runde höchstens geschafft, Generatoren anzutatschen. Dann war der Geist da. Dann konnte ich wieder nur antatschen. Dann war wieder der Geist da. Oh. Dementsprechend sehen unsere Punkte auch aus. Ja. Na, aber wir sind rausgekommen. Das ist ein gutes Ende für die Folge.
Wir sind heute eigentlich relativ wenig gestorben in dieser Session. Es lief richtig gut. Bei mir war es überwiegend halt, weil ich heute die Skillchecks nicht richtig hingekriegt habe und du hattest ja mit dem Geist da dich einmal verrückt. Nicht Geist, Doktor. Beziehungsweise Doktor. Das Spiel hat mich nicht so machen lassen, wie es hätte sein sollen. Ja. By the way, der Geist war auf Rang 20, der tut mir ziemlich leid, dass er gegen den Elfer wie mich spielen musste. Ja, also, oder der wollte einfach auch Deep-Pippen, ich weiß es nicht. Der hat nur einen Perk, ich glaube nicht, dass er Deep-Pippen hat. Du kommst also, auch, ja. Mit Deep-Pippen kommst du auch nicht bis Rang 20, du kommst nur bis Rang 15. Was hat der denn? Ach, Schattengeborener. Hat er nur. Na gut. Das wird noch ein Anfänger gewesen sein. Aber hiermit würde ich erstmal sagen, machen wir erstmal Schicht. Reicht für heute, weil die Konzentration ist auch schon im Keller. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.